Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Da liegt es nun hinter uns, das letzte Rennen vor der Sommerpause. Und es sollte noch mal ordentlich für Spannung gesorgt werden. Und vor allem das Ergebnis dieses Rennens hat unmittelbar Auswirkungen auf eine Entscheidung, die nämlich morgen getroffen werden soll. Und dabei geht es um die Zukunft von Sergio Perez und aber auch über die von Danny Ricciardo. Hier unser Themenüberblick. Mercedes sorgt für große Überraschungen vor der Sommerpause. George Russell und Lewis Hamilton dominieren in Spa. Norris verpatzte erneut Rennstart. Verstappen bleibt mit P5 blass zurück. Und Sergio Perez wurde durchgereicht. Alles oder nichts für Sergio Perez und Danny Ricciardo. Red Bull trifft Entscheidungen über die Zukunft seiner beiden Fahrer. Sitzt der Mexikaner auch noch nach der Sommerpause an der Seite von Max Verstappen? Hopp oder top, auch für den Australier. Entweder wird er zum A-Team befördert oder er verliert sein Formel-1-Cockpit gänzlich. Wem also traut Red Bull zu, die maximale Punkteausbeute zu erzielen? Es ist die spannendste Frage des Sommers. Ja, und auf dieses Rennen unter anderem blicken wir natürlich und das Ganze jetzt. Es ist Michael Schumachers Wohnzimmer immer schon gewesen. Und wenn die Formel 1 nach Belgien zurückkehrt, dann wird Spannung natürlich in jedem Fall garantiert. Gut, lässt man mal das Jahr 2021 beiseite, aber ansonsten darf wirklich vieles erwartet werden. Aber es passieren auch die Dinge, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Und da sprechen wir natürlich auch über die beiden Mercedes, die das Rennen in Spa auf überragende Art und Weise gewonnen haben und keiner hat so wirklich damit gerechnet. Willkommen an diesem Sonntag zu unserer Sendung. Blicken wir auf dieses Rennen, auf dieses letzte Rennen, denn dann steht erstmal eine Sommerpause bevor und alle können dann mal ein bisschen ihren Akku aufladen. Tja, und die ein oder anderen Fahrer, die haben es, glaube ich, auch bitter nötig, wirklich mal den Akku aufzuladen. Nur bei zweien wird sich noch herausstellen, ob sie überhaupt noch mal in die Gelegenheit kommen, ihre Akkus aufzuladen oder ob sie dann schon nach dieser Sommerpause gar nicht mehr überhaupt ihre Akkus aufladen müssen, weil sie vielleicht nicht mehr in der Formel 1 dabei sein werden. Ja, Max Verstappen, das war ja schon auch bereits gestern nach dem Qualifying, aber auch schon vor dem Qualifying klar, dass der eine 10-Grid-Strafe auf jeden Fall draufgepumpt bekommt, weil er den 5. Motor bereits schon im Einsatz hat. Und egal, welche Position er herausfahren würde, mindestens von Startplatz 11 aus würde es für den Niederländer ins Rennen gehen. Ja, und er holte zwar gestern auch die Pole, am Ende war sie dann aber eben nichts wert, sondern es ging für ihn von Startplatz 11 los. Und er selber erinnerte sich eigentlich auch an das Jahr 2022, weil da gelang es ihm, von Platz 14 aus noch das Rennen zu gewinnen. Heute allerdings war wirklich keine Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Alle Hoffnungen lagen also auch auf ihm, auf Sergio Perez, der gestern die drittschnellste Zeit fuhr, aber natürlich auch, wie Charles Leclerc, von der Gridstrafe Verstappens profitierte und von Startplatz 2 aus ins Rennen ging. Tja, und schon in der ersten Runde war klar, für Perez, aber auch für Lando Norris, ja, wird das wahrscheinlich kein einfacher Sonntag werden. Denn Sergio Perez, und da gehen wir mal direkt in das Renngeschehen rein, verlor nämlich bereits schon auch am Start seinen zweiten Platz. Und damit, das sollte eigentlich nur so ein bisschen den Anfang symbolisieren, denn im weiteren Rennverlauf wurde er regelrecht durchgereicht. Ja, aber auch Lando Norris, wir wissen, seine große Schwäche ist der Rennstart. Schon in der letzten Woche tat er sich schwer, aber auch einige Male zuvor und so eben auch heute in Belgien. Fuhr ohne Not, kann man sagen, dann übers Kiesbett, verlor dadurch auch erheblich an Schwung und so war eigentlich relativ früh klar, einer, der wieder mal mental stärker ist als er, ist sein Teamkollege Oscar Piastri. Tja, und vor allem auch eine spannende Thematik auch deshalb, weil nämlich auch McLaren die Sommerpause nutzen werde, um zu entscheiden, wer in der zweiten Saisonhälfte für sie die Nummer 1 sein wird. Und rein von der mentalen Stärke her müsste die Wahl eigentlich auf den jungen Australier, auf Oscar Piastri folgen.
Ja, und wir sehen hier auch gerade in der zweiten Runde, da gab es wieder dann dieses Überholmanöver von Lando Norris gegenüber Carlos Sainz, der, wie wir auch hier sehen, Norris wieder mal abseits der Rennstrecke war und man auch gesehen hat, Norris, der tut sich generell einfach am Start unheimlich schwer. Er braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, um dann überhaupt mal so ein bisschen in Stimmung zu kommen. War also in der ersten Runde beim Rennstart schon schwierig für ihn, aber eben auch in der zweiten Runde. Ja, und Mercedes, keiner hätte zu Anfang erahnen können, was die beiden heute imstande sein werden, denn Lewis Hamilton, und das war schon wieder mal so ein bisschen ein kleiner, kann man sagen, Stich ins Herz für die Scuderia Ferrari, man musste einmal mehr feststellen, dass Mercedes zwischenzeitlich an der Scuderia vorbeigezogen ist, so eben auch im wahrsten Sinne des Wortes in der dritten Runde, als Lewis Hamilton Charles Leclerc nämlich überholte. Ja, und vor allem auch Leclerc, er konnte gar nichts machen, hatte keinen Grund, sich dagegen zu wehren. Der Mercedes deutlich schneller und das Ganze auch noch unter offenem DRS. Ja, und in der dritten Runde sah es ebenfalls danach aus, als würde Guan Yu Zhou schon relativ früh dieses Rennen aufgeben müssen, hatte ja ohnehin schon das Wochenende mit Problemen zu klagen und in der dritten Runde funkte er dann an sein Team, dass er über Powerverlust verfüge, beziehungsweise die Power er verliere. Aber zwei Runden später dachte man, man würde es doch noch in den Griff bekommen. Allerdings hatte da Guan Yu Zhou schon satte 70 Sekunden Rückstand auf Logan Sargeant auf den 19. Platz. Tja, und dann kam es doch das frühe Aus für Guan Yu Zhou, für Sauber wieder mal ein pechschwarzes Wochenende, wieder einmal ohne Punkte. Und damit ist klar, auch ja, vor der Sommerpause oder pünktlich zur Sommerpause bleibt Sauber ohne Punkte. Ja, und dann gehen wir mal in die achte Runde. Die beiden Haas, schon das ganze Wochenende taten sie sich sichtlich schwer. Das war auch Nico Hülkenberg nach dem Qualifying und vor dem Rennstart bewusst. Und es zeigte sich auch selbst, und das ist ein Bild auch, was man selten gesehen hat, dass ein Sauber einen Haas überholen konnte. Meist war das in dieser Saison eher umgekehrt der Fall. Und da war schon recht deutlich zu sehen, über welche Probleme Haas an diesem Wochenende klagen werde. Ja, und so war dann Nico Hülkenberg in der achten Runde schon einer der ersten, der dann an die Box kam und sich frische Reifen draufzog, denn er hing einfach die ganze Zeit an seiner 16. Startposition fest. Er holte sich dann frische, harte Reifen. Drei Runden später, da zog ich dann auch Max Verstappen zu seinem ersten Boxenstopp. Es war der Versuch eines Undercuts und auch für ihn gab es dann frische Reifen. Auch da der Wechsel auf Hard, der Boxenstopp mit 2,7 Sekunden relativ gut. Tja, und dann Spannendes, was man da auch sehen konnte in der 11. bzw. in der 12. Runde. Wir wissen ja auch, wir werden es später noch im Laufe der Sendung auch nochmal aufgreifen, dieses Thema. Yuki Tsunoda ist ja auch einer der Anwärter, die ja potenziell Chancen haben, Sergio Perez nach der Sommerpause zu ersetzen. Und da war es für ihn gerade nicht, nennen wir es mal die beste Aktion, dass er da Max Verstappen, seinen vielleicht Teamkollegen, da unmittelbar aufhält, denn da war es relativ deutlich zu sehen in der 11., 12. Runde, da wollte Tsunoda schlichtweg dem Verstappen nicht Platz machen. Könnte man dann natürlich zwar auch sagen, ja, das ist Racing, aber angesichts dessen, dass natürlich auch jeder Kandidat von Red Bull, und dazu zählen natürlich auch die von Racing Bulls, natürlich auch gerade, oder dass man genauer hinschaut, ob sie da geeignet sind. Und was Max Verstappen auf keinen Fall gebrauchen kann, ist ein Teamkollege, der ihm die Tür zusperrt und er dann erstmal Mühe hat, an ihm vorbeizuziehen. Ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag, was die Boxenstops betreffen. In der 12. Runde kamen sowohl Lewis Hamilton als auch Sergio Perez rein. In der Zwischenzeit führte dann Oscar Piastri auch das Rennen an, kam dann auch an die Box, bekam natürlich auch frische Reifen und dann war er erstmal hinter Sergio Perez, aber dann in der 13. Runde war es dann relativ schnell wieder wurde für klare Verhältnisse gesorgt, Oscar Piastri wieder an Sergio Perez vorbei, hing dann zu diesem Zeitpunkt auf der 6. Position. Tja, und auch in der 16. Runde, also drei Runden später, kam eben auch Lando Norris noch an die Box mit einem Boxenstopp von 2,3 Sekunden, kam dann auf die 8. Position zurück. Hat natürlich das Problem gehabt, dass er
zu Beginn des Rennens überhaupt nicht aus dem Knick kam und ihm auch noch diesen verpatzten Rennstart und so, ja, erstmal die Mühe wieder gewesen, sich Stück für Stück nach vorne zu arbeiten. Aber letztlich, so wie er sich das erhofft hat, gelang es ihm heute nicht wirklich. Ja, und dass die Vorzeichen für Perez nicht gerade die besten sind, das wurde schon relativ sehr zu Beginn des Rennens deutlich, zeichnete sich aber auch immer mehr ab, nämlich in der 21. Runde. Da kam in einer Leichtigkeit George Russell am Mexikaner vorbei, der sich überhaupt nicht gewehrt hatte. Und ja, dabei sollte es dann auch noch nicht bleiben. Die endgültige Position, die kam dann erst später. Tja, eine Runde später, in der 22. kam dann Sergio Perez auch zu seinem nächsten Boxenstopp. Und der von Charles Leclerc in der 26., der verdauerte verhältnismäßig ein bisschen länger, nämlich 3,4 Sekunden, gab da etwas, was da leicht geklemmt hatte. Ja, und klar, wenn einer aus der Spitzengruppe zum Boxenstopp kommt, dann ist es natürlich immer so ein Versuch eines Undercuts. Und natürlich reagierte man auch seitens Lewis Hamilton auf den vorherigen Stopp von Charles Leclerc, kam eben dann auch rein in der 27. Runde und dann wiederum zwei Runden später in der 29. gab es den zweiten und letzten Boxenstopp für Max Verstappen, kam dann auf Platz 7 wieder raus und zwar hinter Sergio Perez. Ja, und das war dann natürlich dann auch wieder die Phase, wo natürlich wieder die meisten an die Box kamen und so eben auch Lando Norris in der 30. Runde. Ein Stopp von 2,4 Sekunden, auch da natürlich ein guter Boxenstopp. Und er kam dann hinter Max Verstappen auf Platz 7 wieder raus. Tja, und klar ist, wenn Perez natürlich vor Max Verstappen fährt, dass diese Rangfolge so nicht bleiben wird, ist natürlich klar. Und vor allem auch war Sergio Perez das bisherige Rennen überhaupt nicht ansatzweise in der Lage, seinem Teamkollegen zu helfen. Und das wäre ja gerade die Aufgabe gewesen für Perez, aber es gelang ihm nicht. Und so ging dann in der 30. Runde dann Max Verstappen an seinem Teamkollegen vorbei und war dann an dieser Stelle auf P5. Ja, und dann gab es etwas in der 31. Runde, nämlich einen weiteren Stopp von Oscar Piastri, soweit so gut, nichts Ungewöhnliches. Allerdings, es ist ihm schon wieder passiert, dass er leicht auf den Wagenheber fuhr und das Mitglied der Boxencrew einen leichten Schubser mitgab, der allerdings dann ganz, nennen wir es mal, gechillt damit umging, ja auch dann lächelt. Aber also wir wissen, wenn sowas natürlich, oder es kann natürlich auch anders ausgehen, das hat die Vergangenheit auch gelehrt. Und ja, dadurch, dass Piastri nicht korrekt beim Boxenstopp stand, hatte man natürlich erstmal ein bisschen damit zu kämpfen. Und so dauerte der Boxenstopp von Piastri dann gleich mal 4,4 Sekunden. Tja, und dann bleiben wir vielmehr in der gleichen Runde. Sergio Perez, der wurde weiter durchgereicht, diesmal von Lando Norris. Da ging es dann um Platz 6. Und wir dürfen nicht vergessen, Sergio Perez ist vom zweiten Platz aus in dieses Rennen gestartet und war dann eben mit Beginn der 31. Runde schon 4 Positionen zurück. Fiel er zurück auf Platz 6. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Ja, normalerweise ist ja Belgien dafür bekannt, oder die Rennstrecke in Belgien vielmehr dafür bekannt, dass man ja auch gut überholen kann. Das ist allerdings genau nur ein einziges Mal gelungen, wirklich ein richtig starkes Überholmanöver in der 36. Runde, nämlich Oscar Piastri ging an Carlos Sainz vorbei. Ein gewagtes, aber auch starkes Manöver und es funktionierte und damit war Oscar Piastri auf Podiumskurs, lag nämlich auf Platz 3. Ja, und dann den nächsten Tiefschlag für Sergio Perez in Runde 39. Diesmal kam dann auch noch Carlos Sainz am Mexikaner vorbei und damit ging es eine weitere Position für ihn zurück und damit war er nur noch Achter und das ist dann auch die Position, die er nach Hause brachte. Gab dann auch noch für ihn einen letzten Boxenstopp für die schnellste Rennrunde. Das gelang ihm auch, allerdings ist es halt eben auch nur Schadensbegrenzung. Wobei man dazu sagen muss, das war vielmehr die Formulierungsweise von Helmut Marko in Bezug auf den 5. Platz von Max Verstappen. Von Sergio Perez war natürlich jeder sichtlich enttäuscht, hören wir auch gleich noch. Ja, und dann gab es einen richtig spannenden Dreikampf zum Ende dieses Rennens. Wir gucken da mal in die Dreikampf.
43. und 44. Runde. Natürlich gab es diesen Dreikampf oder zumindest mal diesen Zweikampf auch schon vorher. Oscar Piastri, der schloss relativ schnell auf die beiden Mercedes mit Russell und Hamilton auf, was natürlich daran lag, dass Hamilton eigentlich klar etwas der Schnellere gewesen wäre, aber er Mühe hatte, dann an seinen Teamkollegen vorbeizukommen. Und das wiederum war dann die Gelegenheit für Piastri, diesen teilweise knapp 5 Sekunden Rückstand aufzuholen, aber am Ende kam er dann doch nicht mehr vorbei, hätten vielleicht noch 1-2 Runden gefehlt. Ja, und Hamilton, der war natürlich auch ganz nah bei Russell, aber der wollte sich diesen Sieg nicht nehmen und vor allem auch eine sehr gewagte, kann man sagen, Strategie. Es war eine Ein-Stop-Strategie. 34 Runden lang fuhr George Russell auf seinem harten Reifen und das führte natürlich auch zur Anerkennung seitens der Konkurrenz. Tja, und am Ende dann kam es zu einem ja wirklich überraschenden Doppelsieg von George Russell, der seinen insgesamt 3. Karrieresieg einfahren konnte und in diesem Jahr zum 2. Mal ein Rennen gewinnen konnte vor Lewis Hamilton, der natürlich auch ja ein Stück weit enttäuscht war und der natürlich auch gerne dieses Rennen gewonnen hätte. Aber wenn man mal überlegt, wo war Mercedes noch zu Beginn dieser Formel-1-Saison und auch noch weitere Strecken danach, also erst in den letzten Rennen hat Mercedes richtig stark aufgeholt. Und wenn man sich nochmal zu Gemüte führen möchte, Red Bull konnte die Pace der Mercedes einfach nicht gehen. Und wer hätte das noch vor einigen Rennen gedacht? Wahrscheinlich hätte das niemand sich vorstellen können. Ja, und so war es dann so, dass dann eben George Russell dieses Rennen, das Rennen in Spa gewinnen konnte, seinen 2. Sieg in diesem Jahr, also quasi der 2., also Russell, der konnte ja eben jetzt den 2. Sieg holen und ist damit auf Rang 2 liegen, was die meisten Siege in diesem Jahr betreffen. Die meisten, die kommen ja noch von Max Verstappen, kann sich aber vermutlich noch ändern. Es sind ja noch einige Rennen zu fahren. Ja, und Piastri, der schaffte es dann aufs Podium. Ganz geglückt ist es ihm dann nicht, noch Lewis Hamilton zu schnappen, aber trotzdem ein guter Erfolg. Zwar natürlich ist es nicht der Sieg von letzter Woche, aber auf jeden Fall erneut Podium. Und auch Mercedes hat ja eben durch diesen Doppelsieg wieder gezeigt, dass man auch in den letzten Rennen immer wieder oben auf dem Podium stand. Ja, Leclerc, der konnte sich wiederum, was den nächsten Dreierblock betrifft, dann auch gegen Max Verstappen noch verteidigen und Platz 4 ins Ziel holen. Aber trotzdem auch hier natürlich die Erkenntnis, Mercedes ist auch an Ferrari vorbei und damit ist Ferrari ja eben trotzdem ja weiter zurückgefallen letztlich und eben auch die Feststellung, die Upgrades so funktionieren einfach nicht. Ja, und bei Max Verstappen und bei Red Bull insgesamt muss man sich fragen, was muss man jetzt tun? Und der Verdacht, der drängt sich natürlich schon auch auf, dass durch den Abgang von Adrian Newey man eben mit Pierre Vacher nicht den richtigen Nachfolger wohlgefunden hat, der eben auch die Lösungen kennt auf die vielen Probleme, die der RB20 aktuell hat. Und vielleicht könnte sich das womöglich doch noch rächen, dass man Adrian Newey einfach so ziehen lässt. Denn er war und ist natürlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es überhaupt dazu kam, dass Adrian Newey ja, sich letztlich dazu entschied, das Team im nächsten Jahr zu verlassen. Hat ja, wie gesagt, eben jetzt nichts mehr mit dem Formel-1-Geschäft zu tun. Und das könnte eben für Christian Horner sich vielleicht auch sogar schon jetzt so ein bisschen zu einem Bumerang erweisen. Und die Aussage von Christian Horner, man habe ja auch eben durch den Abgang von Adrian Newey nicht vergessen, wie man ein schnelles Auto baut, das wurde heute einmal mehr widerlegt. Also auch heute ist es dem Red Bull nicht gelungen, eben überhaupt um den Sieg mitzufahren. Und man war weit davon entfernt, wie es noch 2022 der Fall war. Kompliment an Mercedes, die eben dieses starke Rennen gezeigt haben, einen nächsten Doppelsieg und man kann, glaube ich, wirklich guten Gewissens sagen, Mercedes ist zurück. Bei Ferrari macht man gefühlt eher so ein paar Schritte zurück. Man war zeitweise schon deutlich näher dran, vor allem auch natürlich um Monaco herum, wobei man da auch nochmal festhalten muss, dass Charles Leclerc dieses Rennen in Monaco gewinnen konnte, lag natürlich genau an 2 Umständen. Erstens, in Monaco lässt sich nicht wirklich überholen und zum Zweiten,
Wetten, nahezu alle, ja, die absolvierten ihren Boxenstopps schon zu Rennbeginn nach dieser Kollision, nach diesem Crash zwischen Perez und Magnussen. Wahrscheinlich, wenn es da anders gewesen wäre, wenn es eine Strecke gewesen wäre, auf der man hätte überholen können und der Boxenstopp nicht schon so Anfang absolviert worden wäre, vermutlich wäre es auch da schon schwierig geworden für Leclerc, diesen ersten Platz zu halten. Tja, wo steht Ferrari momentan? Das ist die große Frage. Fred Vasseur hat gerade auch nach Ungarn erklärt, so ein bisschen den Vergleich gezogen. Man hatte schon mal Rückstand von teilweise 50, 60 Sekunden auf Red Bull. Jetzt liegt man nur noch 20 Sekunden hinter Red Bull, aber man scheint wohl zu vergessen, dass da auch Mercedes und McLaren mit im Spiel sind, die insgesamt stärker sind als Ferrari. Und so muss man festhalten, Ferrari aktuell nur die viertstärkste Kraft, aber natürlich grundsätzlich, was die Spannung in der Formel 1 betrifft, für alle natürlich gut. Ja, und eben nochmal 34 Runden auf einem Satz Reifen zu fahren, das ist auf jeden Fall eine gelungene Taktik gewesen. Und mit Spannung hat man natürlich auch auf die Aussagen von Helmut Marko geblickt. Wie wird er sich vor allem auch zu diesem doch sehr enttäuschenden achten Platz von Sergio Perez manchmal ist doch echt mal schön, wenn bald die Sommerpause ist. So, er hat sich natürlich auch dazu geäußert, zu diesem enttäuschenden achten Platz. Das Mexikaner sprach eben auch davon, dass vor allem Perez im letzten Stint ordentlich eingebrochen ist. Und blöd natürlich für Sergio Perez, denn ausgerechnet morgen soll ein ganz besonderes Meeting stattfinden. Was Helmut Marko genau sagte, wie er auch sich enttäuscht gezeigt hat, und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, naja, so richtige Antworten findet auch Marko nicht mehr. Hat natürlich so ein bisschen auch, das hören wir gleich, auch gedacht, Mensch, in einer guten Position zeigte sich der Mexikaner gestern am Samstag im Qualifying, immerhin Startplatz 3, eben durch die Verstappenstrafe vorgerückt auf 2. Da hätte doch eigentlich was möglich sein sollen. Aber es kam anders. Und das ist die Reaktion von Helmut Marko. Sergio hat die Gelegenheit gehabt, von Platz 2 ein gutes Ergebnis einzufahren. Ist leider nicht der Fall gewesen und vor allem im letzten Stint ist er komplett eingebrochen, ist teilweise 48er Zeiten gefahren. Also das, was im Qualifying so positiv ausgeschaut hat, hat sich leider im Rennen nicht bewahrheitet. Bei uns ist die Situation so, dass wir die Gesamtsituation. Morgen, am Montag, das werden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher thematisieren, soll also dann die Entscheidung über die Zukunft des Mexikaners getroffen werden und dazu eben gleich bei uns im zweiten Thema mehr. Blicken wir auf das Rennergebnis, auf dieses Rennen in Spa-Francorchamps. Also Doppelsieg für Mercedes mit Russell und Hamilton, dann eben Piastri, Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz nur auf einem 7. Platz, Perez, wir haben es gerade schon thematisiert, auf Rang 8. Ja, die Aston Martins spielen maximal die fünfte Geige vielmehr. So muss man es eigentlich formulieren. Mehr als 2 Punkte war für Alonso nicht drin, demzufolge Platz 9. Und Ocon immerhin sich dann noch an Daniel Ricciardo vorbei gerettet, holte den letzten Punkt. Und Daniel Ricciardo verpasste ganz knapp die Punkte, nur Rang 11 für ihn. Und auch über seine Zukunft soll ja in diesen Tagen entschieden werden. Dann Stroll auf dem 12. Rang. Dann haben wir hier auf Rang 13 Alex Albon, gefolgt von Gasly. Magnussen auf 15, Bottas 16. Tja, bei Tsunoda kam nicht so viel zusammen, auf Rang 17 liegend. Sargeant eben auf 18 und Hülkenberg, der hatte trotz dieses frühen Boxenstopps in der 8. Runde eben wirklich überhaupt keine Chance, da nach vorne zu kommen. Und Quanji Zhou, der schied ja früh aus in diesem Rennen. Und wir sollten mal einen spannenden Blick auf diese Fahrerwertung werfen, denn vor allem auch hat es Auswirkungen, dieses Rennergebnis Auswirkungen auf Sergio Perez. Wir wissen ja, letzte Woche nach dem Rennen in Ungarn musste Sergio Perez eine weitere Position abgeben und auch jetzt wird er um einen weiteren Platz nach unten fahren, beziehungsweise ist es auch schon. Max Verstappen trotz P5 weiter natürlich WM-Führender mit 275 Punkte. Immerhin, das war auch so das positive Fazit einigermaßen von Helmut Marko. Man habe 2 Punkte gut machen können auf Lando Norris. Klar, können natürlich am Ende des Jahres auch entscheidend sein.
Und Norris liegt bei 197 Punkten. Dann auf Rang 3 liegen Charles Leclerc mit 174. Piastri arbeitet sich derweil weiter nach vorne, ist bald schon in Schlagdistanz zu Leclerc. 10 Punkte trennen die beiden voneinander, 164 für Oscar Piastri. Dann 4 Punkte dahinter Carlos Sainz. Und dann haben wir auf Rang 6 liegend Lewis Hamilton, der 2 Punkte vor seinem Teamkollegen. Auf Rang 7 liegend mit 141 dann auch für den Anführungsstrichen. Und wir sehen schon, Perez ist jetzt nur noch WM-8er mit 129 Punkten. Aber das Gute, ja, wenn man versucht, in einer schlechten Situation noch das Gute zu finden, dann das, dass der Abstand zu Fernando Alonso auf Rang 9 liegend doch ziemlich beachtlich wirkt. Denn der kommt erstmal nur auf 47 Punkte und konnte heute eben nur 2 Punkte erzielen. Das heißt, zumindest mal auf Rang 8 liegend wird er wohl erstmal bleiben können, aber nach vorne sieht es momentan auch nicht wirklich aus. Ja, und auf Rang 10 liegend Lance Stroll mit 24 Punkten. Gucken wir mal drauf auf die Wertung in den Konstrukteuren. Da natürlich weiterführend Red Bull mit 404 Punkten. McLaren kommt dann derweil auf 361, also auch da nicht mehr allzu groß der Vorsprung. Dann 21 Punkte hinter McLaren liegen die Ferraris mit 340. Und Mercedes, wir sehen es schon, holen immer mehr auf, sind zwar immer noch auf Platz 4 liegend, allerdings sich jetzt schon vorgearbeitet auf 284 Zählern, also sind es auch nur noch 56 Punkte, die Mercedes von den Ferraris trennen. Und das kann natürlich bei der Anzahl der Rennen, die noch vor uns liegen, natürlich auch relativ schnell Geschichte sein. Tja, aber hinter Mercedes, da lauert erstmal eine ganze Zeit gar nichts, denn da kommt dann mit 71 Zählern Aston Martin und dann wiederum weit dahinter auf Rang 6 liegen die Racing Bulls, punktlos heute wieder. Ricciardo eben knapp daran vorbeigeschlittert. Tja, und dann auf Rang 7 bleibt Haas. Die müssen erstmal nichts fürchten. Bei Alpine gab es immerhin einen Punkt. Und deswegen hier 27 für Haas, 10 für Alpine. Und dann auf Rang 9 liegend Williams weiterhin ohne einen Zähler, bleiben momentan bei 4. Und eben auch nach diesem Rennen sauber immer noch ohne Punkte. Also, richtig was los gewesen in diesem Rennen und wir wollen natürlich weiter und müssen auch darüber sprechen, auf die beiden, die in den nächsten Tagen, voraussichtlich morgen schon, ja, in gewisser Weise zittern müssen, was ihre weitere Zukunft in der Formel 1 betrifft. Morgen an diesem Montag ist ein ganz besonderer Tag. Es wird wohl die spannendste Frage in diesem Sommer sein. Was passiert mit Sergio Perez und auch mit Danny Ricciardo? Diese beiden Fragen, diese beiden Personalien sollen in diesen Tagen letztlich ihre Entscheidung finden, wie man mit ihnen verfahren möchte. Ja, und das sagte nämlich Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko, dass nämlich schon am morgigen Montag ein Meeting stattfinden soll, in dem man zusammen beraten möchte, wie man eben nach der Sommerpause, die ja in 4 Wochen wiederum sein Ende findet und es dann ja weitergeht zum Heimspiel von Max Verstappen, eben mit welchen Fahrern man da auch plant. Und gerade was Sergio Perez betrifft, erwägt man tatsächlich eben, dass man ihn erlässt. Und das eben nur einige Wochen, nachdem man ja den Vertrag mit dem Mexikaner für 2025 und optional auch für 2026 verlängert habe. Wenn man mal ein bisschen in die letzten Rennen schaut, vor allem auch von China und das Ganze auch mal bis Ungarn in diesem Zeitraum, da kam der Mexikaner auf nicht mehr als 21 Punkte. Und wenn man das mal im direkten Verhältnis auch zu Max Verstappen betrachtet, der kam im gleichen Zeitraum auf satte 129 Punkte sowie 3 Siege. Ja, und zwischen Imola und Ungarn, also auch in 7 Qualifyings, die in dieser Zwischenzeit vergangen waren, kam eben Sergio Perez nur einmal in die Top 10, was die Startaufstellung betrifft. 2 siebte und 2 achte Rennen war letztlich auch viel zu wenig. Ja, daran ändert auch Startplatz 3 in Belgien relativ wenig, auch wenn er dann natürlich nochmal von der Strafversetzung Max Verstappens profitierte und damit letzten Endes dann auch vom 2. Platz in das letzte Rennen vor der Sommerpause
gestartet war. Der Vertrag von Sergio Perez, wie wir ja alle wissen, der soll ja eine Leistungsklausel beinhalten. Und in dieser Klausel ist geregelt, unter welchen Umständen Red Bull seinen Fahrer, in diesem Falle Sergio Perez, entlassen kann. Und zwar soll es eben folgendermaßen aussehen. Perez darf bis zur Sommerpause, die jetzt ja quasi beginnt, nicht mehr als 100 Punkte hinter Max Verstappen in der Fahrerwertung liegen. Dass das eben nicht mehr möglich ist, also unter die 100er-Grenze zu kommen, war ja schon auch bereits vor diesem Wochenende auch klar. Alleine vor dem Belgien Grand Prix betrug sein Rückstand auf Max Verstappen satte 141 Punkte. Das heißt, selbst ein Sieg plus noch die schnellste Rennrunde hätten eben nicht dazu führen können, dass Sergio Perez unter die 100er-Marke gekommen wäre. Tja, entscheidet man sich, wie derzeit eben erwägt wird, Sergio Perez vorzeitig zu entlassen, kommen genau drei Fahrer für die Nachfolge des Mexikaners in Frage. Das ist Daniel Ricciardo, das ist aber auch Liam Lawson und Yuki Tsunoda. Wir wissen ja, auch Daniel Ricciardo steht ja unter einem erheblichen Druck, wusste in der ersten Hälfte dieser Formel-1-Saison nur selten zu glänzen. Im Gespräch mit Servus TV, dem ja, eigenen Fernsehsender, den man ja betreibt, sprach Helmut Marko vor dem Qualifying in Belgien, da, wie wir ja auch wissen, später ja dann Sergio Perez von Max Verstappen und auch von Charles Leclerc geschlagen wurde, obwohl er eben, ja wir eben ja auch wissen, ja durch diese Strafversetzung Verstappens profitiert, letztlich eben als Zweiter hinter Charles Leclerc ins Rennen startete. Zitat: Sergio weiß, dass wir für die Konstrukteursmeisterschaft beide Autos vor Mitlachen haben müssen und das war in den letzten Rennen nicht der Fall. Ja, und auf die Frage, die man dem 81-Jährigen eben auch stellte vor dem Rennen, welches Ziel Sergio Perez wiederum auch erreichen müsste, sagte Helmut Marko Folgendes: Das Ziel ist, sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen. Wie wir das am besten erreichen, besprechen wir am Montag. In einem weiteren Interview, wiederum nach der Qualifikation, sagte Helmut Marko, die Session, also die Quali-Session, Zitat, habe gezeigt, dass Max absolut der Beste ist, besonders unter diesen Bedingungen, und fügte gleichzeitig noch Folgendes hinzu, aber es ist auch entscheidend, dass McLaren im Nassen nicht so stark war, wie sie es wahrscheinlich im Trockenen sein werden. Das heißt, unsere Ausgangsposition hat sich verbessert und es wird ein sehr spannendes Rennen. Aber es ist toll, Sergio zu sehen, der sich wirklich verbessert hat. Er wird in der ersten Reihe starten und jetzt sieht es wieder viel besser aus. Nochmal eben zur Untermauerung. Das waren die Worte von Helmut Marko natürlich nach dem Qualifying und unmittelbar vor dem Rennen in Spanien. Aber als Helmut Marko auch darauf angesprochen wurde, eben bezüglich der doch ziemlich enttäuschenden Ergebnisse Sergio Perez, wir wissen ja auch, er fährt ja seit 2021 bei Red Bull und ja auch jetzt vor kurzem einen neuen Vertrag erhalten hat, wiederum war seine Antwort darauf eben: Wir können diese Tiefpunkte nicht gebrauchen, damit können wir nur schwer leben. Sergio Perez wiederum, der gab sich vor dem Rennen vom Rande dieses Grand Prix ziemlich kämpferisch und war sich seiner Sache relativ sicher, dass er auch nach der Sommerpause noch an der Seite von Max Verstappen fahren darf und sagte: Ich fahre die Saison hier zu Ende, 100%. Ich kenne meinen Vertrag und ich weiß, das Team vertraut mir. Wir tun alles, damit ich mich wieder besser einbringen kann. Alles darüber hinaus ist reine Spekulation. Ich konzentriere mich ganz auf meine Arbeit. Ja, die Frage ist, wird eben diese Arbeit, von dem Sergio Perez da spricht, jetzt sein Ende gefunden haben? Das letzte Rennen dieser ersten Hälfte vor der Sommerpause liegt ja jetzt nun hinter uns. Und jetzt erstmal eben diese vierwöchige Pause, in der man eben Zeit hat, dann auch sich Gedanken zu machen, wie man da oder mit der Situation in der zweiten Saisonhälfte mit umgehen muss. Denn klar ist eben, McLaren ist der erste unmittelbare Verfolger Red Bulls und man kann sicher davon ausgehen, dass das papayafarbene Team auch dem Weltmeisterteam in den nächsten Rennen das Leben erheblich schwer machen kann und natürlich auch wird.
Ja, und wir bleiben direkt beim Thema, sprechen jetzt mal allerdings über eine andere Personalie. Und da ist das, ja, das Gleiche eben auch dann unmittelbar, nämlich vor einer Entscheidung. Die Zukunft von Danny Ricciardo. Weiter mit Thema Nummer 3. Wer bei Red Bull als Fahrer angestellt ist, der weiß, man muss mit Druck, mit erheblichem Druck klarkommen. Dass das ja nicht allen Fahrern, die in den letzten Jahren bei Red Bull gefahren sind, eben auch geglückt ist, das wissen wir nur zu gut, müssen nur an die Zeiten von Pierre Gasly und auch von Alex Albon zurückdenken. Aber Sergio Perez ist eben auch einer davon und eben Danny Ricciardo. Der fuhr ja bereits schon einmal an der Seite von Max Verstappen, war also schon mal beim A-Team und dahin will er ja eigentlich auch zurück. Das war auch die Vision sowohl von Ricciardo als auch vom Team im vergangenen Jahr, als man ihn dann durch den glücklosen Nyck de Vries ersetzte. Doch eben Ricciardo, der hat mit Druck wieder zu kämpfen und weiß in der ersten Saisonhälfte nicht immer zu überzeugen. Tja, und mit diesem Druck kam er halt eben auch in den letzten Rennen nur selten dann damit auch zurecht. Tja, und sollte eben Red Bull eben auch zu der Entscheidung gelangen, wie wir es schon gerade hier thematisiert haben, dass Sergio Perez nach der Sommerpause nicht mehr für Red Bull fahren darf, dann gibt es für Daniel Ricciardo genau zwei Optionen. Entweder er wird nach der Sommerpause befördert, wechselt also von den Racing Bulls zu Red Bull. Aber wenn man zu der Entscheidung kommt, dass man ihn nicht befördert, dann soll auch in dieser gleichen Zeit dann darüber befunden werden, dass er sein Cockpit bei den Racing Bulls verliert und damit wäre er ganz raus aus der Königsklasse. Tja, eben neben Daniel Ricciardo kämpft natürlich auch Yuki Tsunoda darum, eben möglicherweise in der zweiten Saisonhälfte für Red Bull fahren zu dürfen. Beide hoffen natürlich, von den Schwierigkeiten Sergio Perez Capital schlagen zu können. Aber gerade auch im Falle von Daniel Ricciardo ist es ja wahrlich kein Geheimnis, dass er ja auch zu Teamchef Christian Horner eine besondere und vor allem auch enge Beziehung pflegt. Die Zusammenarbeit Perez mit dem Red Bull Teamchef gibt ihm ja so ein Stück weit Hoffnung, dass er dann auch in der zweiten Saisonhälfte noch bei Red Bull fahren darf. Das ist mal so das eine. Bei Daniel Ricciardo sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Und spannend ist vor allem auch ein Aspekt. Vor nicht allzu langer Zeit gab es ja Gerüchte, dass der Vertrag von Helmut Marko wiederum auch ein paar Veränderungen erfahren hat. Und dahingehend nicht nur, dass diese besagte Klausel, dass Verstappen gehen könne, wenn auch Helmut Marko geht, sondern eben auch soll er auf der anderen Seite gerade auch ein wenig mehr Macht bekommen. Haben, die ja in den letzten, kann man sagen, Wochen und Monaten ja so mehr und mehr in Richtung Christian Horner gegangen waren. Und dieses mehr Macht haben gilt eben auch gerade bei Personalentscheidungen. Die Argumente von Daniel Ricciardo, die positiven Argumente, die sind mit Blick auf die letzten Rennen doch ziemlich rar. Denn bislang wurde er, also Daniel Ricciardo, nämlich überwiegend von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda meist übertroffen. Und das ist eben auch gerade der Schlüssel, warum man bis dato nicht über die Zukunft von Ricciardo befunden hat. Ja, in vielerlei Hinsicht hat Red Bull eben darauf gewartet, dass Daniel Ricciardo dem Team auch entsprechende Argumente an die Hand gibt, sprich eben auch gewisse Gründe mit auf den Weg gibt, um ihn dann auch befördern zu können. Das heißt eben an die Stelle von Sergio Perez zu setzen. Aber obwohl er klar in diesem Jahr auch die ein oder anderen guten Momente hat, waren diese leider dann doch zu unregelmäßig, damit Red Bull auch eine gewisse Art der Sicherheit verspürt. Für Ricciardo ist das natürlich ein Problem und zwar eben nicht nur, weil es eben seinen Aufstieg auch verhindern könnte, denn drängender wäre vor allem auch für den Australier das Szenario, dass er eben in der Sommerpause, also in den nächsten Wochen dann ersetzt werden könnte und zwar durch ihn hier, durch Liam Lawson, der wartet natürlich immer noch auf seinen Platz in der Formel 1, hatte ja auch schon bereits im letzten Jahr, als sich Ricciardo verletzt hatte, ja auch wirklich gut geschlagen, hatte ja 5 Rennen in Folge den Australier auch gut vertreten und dem Team auch signalisiert, dass er dazu auf jeden Fall imstande wäre.
Ja, wenn Ricciardo wiederum Red Bull davon überzeugen kann, dass er ihnen im Kampf gerade um die Konstrukteursmeisterschaft helfen kann, könnte er eben nach der Sommerpause anstelle von Sergio Perez bei Red Bull sitzen. Aber eben laut einem Bericht von motorsport.com könnte Daniel Ricciardo eben auch gerade mitten in dieser Formel-1-Saison noch ersetzt werden, wenn Red Bull eben zu dem Schluss dann auch kommt, dass er nicht schnell genug für das, ja, das Mutterteam ist. Und wenn man eben auch gerade darüber befindet, dass er eben nicht mehr das nötige Leistungsniveau hat, um für Red Bull zu fahren, dann wäre es auch aus Sicht des Teams dann doch eher unlogisch, ihn auch weiter bei den Racing Bulls zu verpflichten, sodass man, das ist ja der eigentliche Hintergedanke bei den Racing Bulls, es ja um ein Juniorprogramm handelt, das heißt auch um die Entwicklung von jungen Talenten eigentlich auch dienen soll. Tja, aber unabhängig davon, wie sich Red Bull entscheiden wird, wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall zum einen Gewinner, aber zum anderen auch vor allem Verlierer geben. In den nächsten rund 48 Stunden könnte es dann sowohl bei Red Bull als eben auch bei den Racing Bulls zu einer ja, nahezu komplett neuen Fahrerpaarung kommen. Und wie die dann final aussehen kann, darauf dürften wir auf jeden Fall gespannt sein. Und wir werden euch natürlich hier in dieser Sendung darüber berichten. Das war's von uns heute an diesem Sonntag. Das letzte Rennen vor der Sommerpause liegt also hinter uns. Aber wir sind noch natürlich auch weiterhin für euch da, werden uns dann auch morgen wiedersehen. Und dann jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr täglich wie zuvor. Aber trotzdem für euch natürlich berichten über die Dinge, die auf und abseits der Rennstrecke passieren. Schönen restlichen Sonntag euch, schönen Start in die neue Woche und ja, genießen wir doch erstmal jetzt die Formel 1 freie Zeit. Bis morgen und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Champ One zeigt's allen.